Wenn wir das Ganze nochmal machen. Ja. Ja, er redet praktisch. Was passiert, wenn ich was anderes drauf werfe? And in the year of the gold. Ja. Kommt's immer wieder. Die Sprache vom Sinwar, von einem Engel, der die Horadrim unterstützt hat. Und dass der Cornerstone, der da irgendwie entweder hier rein sollte oder da drin steckt, verschwunden ist. Dass der Cornerstone irgendwie super mystisch magisch ist. Dass er von dieser Welt ist und gleichzeitig von allen anderen Welten. Dass er das Licht ist. Dass er doch nicht das Licht ist. Also ja, in Diablo irgendwelche Zusammenfassungen zu machen, ist manchmal echt schwierig. So, wir könnten nach unten gehen. Ich gehe aber erstmal wieder nach oben. Das Zeug, was ich habe, verkaufen. Vielleicht hat Kane ja was über die ganze Sache uns zu erzählen. Die Dumme, ich brauche ein paar neue Heiltränke und muss Geld loswerden. Wow, what can I do for you? Hast du vielleicht noch irgendwas für uns? Sapphire Stuff. Nö. Bogen, Date. Nicht wirklich. Hello, my friend. Stay a while. Du sagst doch was zu Diablo? Wir können aber mal gucken, was wir so an Ring, an Elixieren wieder bei uns haben. Beiden. Wow, what can I do for you? Freunden. Also bei Pepin und Adriak liegen. What ails you, my friend? Elixier auf Stärke, das nehmen wir gerne. Magic brauchen wir nicht. Dexterity, das nehmen wir immer. So. Dann gehen wir zu Adria. I sense a soul in search of answers. Na, nehmen wir ruhig die Full Mana. Und was hat sie? Ein Stärke-Elixier. War es das wirklich schon? Ring of Fire, Books, Books, Greater Room. Das war es leider schon. Also, das wegkippen, das wegkippen. Das Geld zusammenfügen und wieder ins Double werfen. Oh, und dann noch drei Heiltränke kaufen. Oder besser vier Heiltränke kaufen. What ails you, my friend? Eins, zwei, drei, vier. So. Geld weg. Amulett wieder hin. Damage wird gemacht. Das bringt mich runter zu Diablo. So, dann gucken wir mal, was uns in der nächsten Etage alles bombardieren wird. Und ob wir da hauptsächlich Nahkämpfer kriegen. Journal his power growth. Okay.
Der Satyr-Lord, hä? Also noch mehr Lynches. Scroll of Healing, hä? Und das Scroll of Phasing. Da ist eine offene Tür, also ein Durchgang. Und da ist eine verschlossene Tür. In its ranting, the creature has let slip its name, Necrol. I have attempted to research the name, but the smaller demons have somehow destroyed my library. Necrol, the name fills me with a cold dread. I prefer to think of it only as the creature, rather than ponder its true name. Mhm. Also, wer auch immer Nakrol beschwört hat, hat jetzt Angst vor Nakrol. Oh, und hier ist noch ein kleiner Raum, in dem nichts mehr ist. Gut. Und die Musik hier ist... Ja, wenn ich sie auf Null stellen würde... wäre es ein bisschen langweilig. Aber sie ist schon ein bisschen arg nervig, hier unten die Musik. Oh. 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 Na, kommst du? Gut. Auch immer wieder gucken, wo Teile von dieser Note rumliegen. Crypt Demon. Also ja, wie ich bereits angemerkt habe, Nahkampf finde ich angenehmer. Also sogar die Crypt Demons hier. Stirbt doch alles recht schnell. Naja, ich bin ja auf ziemlich hohes Level. Bin ja eigentlich kurz vor dem Ende des Hauptspiels. Oh, offener Raum nicht gut. Offener Raum, sowas von nicht gut. Du sollst nicht da um die Ecke gehen, du sollst hier weiter reingehen, bitte. Jetzt habe ich schon wieder was das Buch angeklickt. Die nerven echt. Oh, da ist schon wieder ein Lich. Ah. Thank you.
Ein Lich ist gut. Also zwei. In die Ecke gedrängt. Nein, nicht da hochgehen. Oh, Mist. Darum war ich nämlich auch noch nicht. Genau. Nicht zur Tür raus. Mann, du wirst mich veralbern. Danke. Dann gucke ich erst, was da oben ist. Dass da oben clear ist, falls ich wieder Gegner in der Gegend rumlocken muss. Dass ich sie hier rumlocken kann. Aber auch hier ist es immer noch offen. Also ja, Gegner, die wissen, wie sie mir auf die Nerven gehen können. Gut, kann ich jetzt erstmal in Ruhe das Buch lesen? Hardleather Armor, was ist da? Ah, Gold. Ja, die Tür ist blockt. Falchion, das nichts wert ist. Longsword. Das eher. So wie es aussieht, ist da drüben nicht viel. Also gucken wir uns das als nächstes an. My home is slowly becoming corrupted by the vileness of this unwanted prisoner. The crypts are full of shadows that move just beyond the corners of my vision. The faint scrabble of claws dances at the edges of my hearing. They are searching, I think, for this journal. Ja, also die ganzen Dämonen, die er kontrolliert hatte, werden jetzt wohl von dem anderen Dämon kontrolliert, also von Nagqual. Ja, und Nagqual sucht ihn heim. Oh, Torn Note 2. Sehr schön. Hier wäre der Weg runter. Geht's aber überall noch weiter, ey. Also ja. Das heißt, wir machen erstmal hier oben clear. Da ist auch wieder ein großer Raum hinter der Tür. Level up, hey. So, wir hatten noch nicht. Wir will noch mal. Ah, da oben. Erst die Saatür-Lords hier loswerden. Crypt Demon. Axtfuzzi. So.
Wenn wir aber Glück haben, ist der Raum hier abgeschlossen, ja. Wir haben das Glück, dass der Raum abgeschlossen ist. Das heißt, wir gehen in den nächsten großen Bereich da oben. Dann den hier drüben und dann den hinter der Treppe weiter drüber. Sag mir, dass der Raum... Nee, ja, der Raum ist abgeschlossen. Sehr schön. Potion. Mana Potion. Auch gut. Au. Das ist nicht so gut. Wobei, so sehr wehgetan hat es zum Glück nicht. Liches, Liches, kommt her, ihr Liches. I cannot carry anymore. Oh. Ja, das dürfte jetzt erklären, warum. Bisschen was können wir noch tragen. Potion of Mana, Spot of Town Portal. Ein Amulett, das ist gut. Um wie viele Ecken geht's hier noch, bitte? Ah, Mann, Mann, Mann. Guten Tag, jemand zu Hause? Nein. Aber ja, jetzt sollten wir dann demnächst mal wieder nach oben an die Oberfläche gehen. Also jedenfalls dann, wenn wir was finden, was wir nicht mehr aufsammeln können. Ja, ich muss sagen, wir kommen jetzt hier unten besser voran als beim ersten Versuch. Und ja, der Dämonenbeschwörer, der hier die ganze Sache verzapft hat, vermutet, dass der große böse Dämon das Journal sucht. Also sein Journal will. Warum auch immer. Ah, was liegt da? Warhammer, nee. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Oh, das heißt, wir gucken uns noch die letzte Ecke hinter der Treppe an. Da würde ich sagen, machen wir vor der Treppe erstmal ein Portal, gehen hoch in die Stadt, was das Zeug loswerden, was wir haben. Also ja, erstmal hier unten reingucken. Hier sind kleine Räume ohne Inhalt. Ich
die der RNG einfach mal so dahin geflanscht hat. I have no room.